Nichts als überströmende Gnade. Epheser Kapitel 1, Verse 5 bis 8, Übersetzung Schlachter 2000. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Die spektakulärste Verkündigung, die tiefsinnigsten Aussagen, die beste Wohlfühlstimmung und die rhetorisch eindringlichsten Aufforderungen sind null und nichtig, wenn im Mittelpunkt aller Worte und Gedanken nicht das vergossene Blut Jesu Christi steht, das uns die Vergebung unserer Sünden schenkt. Fromme Ergriffenheit, die an der Oberfläche bleibt, ist kein Ersatz für die Errettung von Sünde, Tod und Teufel. Wir sind nicht erlöst, weil wir positive Gefühle für den Himmel und Gott haben, sondern weil das Gericht und die Strafe für unsere Sünden den Sohn Gottes, Jesus Christus, getroffen hat. In Jesaja 53, 5 steht: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es gibt sogar Aussagen nichtchristlicher Religionen, die es generell bestreiten, dass so etwas wie eine Erlösung überhaupt nötig wäre. Hier hat der Teufel schon ganze Arbeit geleistet. Die Bibel sagt es aber ganz klar und unmissverständlich: Ohne Blutvergießung gibt es keine Erlösung. Hebräer 9,22. Man mag darüber denken, wie man will. Es ist eine geistliche, biblische und somit göttliche Tatsache. Wer das Blut Jesu Christi für unbedeutend oder sogar unrein hält und somit den Sohn Gottes mit Füßen tritt, der wird sein hartes Urteil tragen müssen, sei er, wer er wolle, und egal wie fromm so jemand sonst daherkommen mag. Als damals das Heiligtum Gottes in der Wüste entstand, die Stiftshütte, was das rettende Evangelium symbolisch darstellte mit dem wahren Hohepriester Jesus, wurde damit auch vermittelt, dass die Erlösung allein Gottes Werk ist aus Gnade und sonst nichts. In Hebräer Kapitel 8, Verse 1 und 2 heißt es entsprechend: Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Wer Kirchen gründet, Religionen sich ausdenkt, sich in einem Kloster verkriecht oder eine gesetzliche Frömmigkeit zum Maß aller Dinge macht und meint damit Gott entgegenzukommen und ihm es zu erleichtern, uns gnädig zu sein, hat noch nicht verstanden, was es heißt, aus Gnaden erlöst zu sein, und dass ein menschliches Werk, wie immer es auch aussehen mag, letztlich nur den Zorn Gottes bewirkt, weil es hochmütig die eigene Verlorenheit kaschieren will. Nichts als eine einseitige, überströmende Gnade rettet uns. William MacDonald schreibt in seinem Bibelkommentar Folgendes: Wenn wir den erhabenen Bogen nachzeichnen, der sich in Gottes ewigem Plan für sein Volk zeigt, so kommen wir als nächstes zur Tatsache der Erlösung. Sie beschreibt den Aspekt des Werkes Christi, durch das wir von der Knechtschaft und der Schuld der Sünde befreit wurden und uns ein Leben der Freiheit geschenkt wurde. Der Herr Jesus ist der Erlöser. In ihm haben wir die Erlösung. Wir sind die Erlösten. Sein Blut ist der Opferpreis. Nichts Geringeres reichte aus. Eine der Folgen der Erlösung ist die Vergebung der Vergehungen. Vergebung ist nicht dasselbe wie Erlösung, sondern eine ihrer Früchte.
Christus musste unsere Sünden voll und ganz begleichen, ehe uns vergeben werden konnte. Das wurde am Kreuz erledigt. Und nun gilt: harte Gerechtigkeit kann nicht mehr verlangen, und nun kann die Gnade ihren Reichtum über uns ausschütten. Das Maß unserer Vergebung wird mit den Worten beschrieben: nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn wir den Reichtum der Gnade Gottes ermessen können, dann können wir auch ermessen, wie er uns vergeben hat. Seine Gnade ist unermesslich und ebenso seine Vergebung. Er hat uns in Gnade erwählt, vorherbestimmt und erlöst. Doch das ist noch nicht alles. Gott hat seine Gnade gegen uns überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Das bedeutet, dass er uns gnädig seine Pläne und Ziele, die er mit uns verfolgt, mitgeteilt hat. Sein Verlangen ist es, dass wir Einsicht in seine Pläne für die Gemeinde und die Schöpfung erhalten. Und deshalb hat er uns so ins Vertrauen gezogen und das große Ziel offenbart, auf das sich alle Geschichte hinbewegt. Soweit. Wir Menschen haben einen tödlichen Virus in uns. Nicht Corona, sondern die Sünde. Eine unheilbare Krankheit und eine seelische Abhängigkeit dem Tod gegenüber, die uns unweigerlich ins Elend und ins Verderben reißt und uns in jeder Weise vor Gott disqualifiziert. In uns ist definitiv nichts Gutes zu finden, ohne Ausnahme. Der Apostel Paulus schreibt in Römer Kapitel 3, Verse 21 bis 26: Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die vor dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wir haben ein riesiges Defizit an Wahrheit, an Reinheit, an Bestimmung, an Identität, an Beziehung und an Zukunft. Unser Leben und der Sinn unseres Daseins ist verfehlt, ohne eine ungetrübte und geheiligte Beziehung zum Schöpfer und Vater aller guten Dinge. Gott schaute alles an, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. 1. Mose 1, 31. Die Sünde hat Gott nicht gemacht, die gehört uns ganz alleine, und sie bedeutet so viel wie Zielverfehlung. Ohne den Glauben und Wunsch nach Erlösung von unseren Sünden ist unser Leben verloren und sinnlos geworden. Dann stecken wir in einem Hamsterrad fest und strampeln uns ab und kommen doch nirgends an. Das Leben ohne Glauben an die Vergebung der Sünden in Jesus Christus ist absolut sinnlos und in jeder Hinsicht verkehrt und unbefriedigend. Elihu beschreibt in seiner Rede an Hiob, wie ein Mensch es erlebt, wenn er sich für schuldlos hält und welche Lösung letztlich entscheidend ist für den Menschen vor Gott. In Hiob 33, Verse 21 bis 24 sagte er: Sein Fleisch schwindet dahin, man sieht es nicht mehr, und seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich dem Verderben und sein Leben den Todesmächten. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen: Erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Gott will jedem Menschen einen Neuanfang ermöglichen durch das Evangelium und die Erlösung in Jesus Christus. In Offenbarung 22, 17 lesen wir nochmals die Aufforderung: Und der Geist und die Braut sprechen: Komm.
und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also ohne Vorleistung, weil es sonst keine Gnade wäre. Die Sünde ist tatsächlich der Leute Verderben. Sprüche 14,34. Wer das nicht so sieht, sucht und findet auch keine Erlösung. Und wer als Christ andere Prioritäten in der Nachfolge für wichtiger hält, macht sich selbst viel Kummer und Schwierigkeiten. Der Feind hat ein unheimliches Interesse daran, dass die Christen weiterhin schön fromm ihre Lieder singen und das Wohlfühl-Evangelium ausleben, solange das Kreuz, das Blut und die Vergebung der Sünden nur eine untergeordnete Rolle spielt. Aber es ist die Hauptsache. Wenn die Gaben des Geistes und das Programm und alles drumherum, so ansprechend es auch sein mag, uns nicht die Gnade und Errettung vom ewigen Verderben bewusst macht, sind wir vielleicht gut unterhalten, aber nicht gesegnet. Manchmal wünschen wir uns möglicherweise mehr Liebe und Vertrauen zu Gott und wissen nicht so recht, wie wir das anstellen können. Beschäftige dich im Geist der Wahrheit mit dem, was Jesus Christus für dich am Kreuz von Golgatha getan hat. Ergründe die ewige Dimension der Gnade und Liebe Gottes und ihrer weitreichenden Folgen für dein Leben hier und in der Ewigkeit. Das können wir durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns, wenn wir von Neuem geboren sind. Dann wirst du mehr und mehr gesegnet und fängst an zu verstehen, wer Gott ist und wie groß seine Gnade und Liebe auch in deinem Leben zugegen ist. Dann wirst du von Gott selbst in deiner Seele berührt und angelächelt. Dort ist die Quelle aller Liebe und allen Vertrauens, jetzt und in alle Ewigkeit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben in Gott und zu Gott und durch Gott, allein gültig in Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Johannes 14,6. Das ist Jesus Christus, dein Heiland, der Vergeber deiner Sünden, dein Bruder, dein bester Freund, unser Gott, unser Heiland, der Messias. Ihm sei alle Ehre, gelobt sei sein Name von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott segne euch.